diese Kelleranlagen sind älter als das Gebäude an sich. Die sind riesig groß. Ja, ich sehe es nochmal jetzt hier. Ein halbes Jahr bin ich vermisst gewesen. Also, es ist unfassbar. Wie ich jetzt hier in diesen Keller gekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Ich war plötzlich hier und bin hier umhergelaufen, aber ich bin immer noch fassungslos. Freitag, 7. Januar 2007. Nichts zu finden. Also es gibt dieses Gerücht, dass Leute im Keller der Uni verschwinden würden. Leute, die den Keller betreten und danach nie wieder gesehen werden. Und deswegen sind wir da runter, weil ich mir ein Bild davon machen wollte, was da los ist. Diese Tür ist zugemauert. Dahinter muss sich ein riesengroßer Raum befinden. Da ist noch was! Bachelorarbeit, Credit Points, Abgabefrist. Ich muss zum Prüfungsamt! Er war überhaupt nicht wirklich zu beruhigen. Wir haben ihn dann mitgenommen und wahrscheinlich ist das auch die einzige Art, auf die er aus diesem Keller jemals wieder rauskommen konnte. Ich weiß noch nicht mal, was ich hier getrunken habe, wie ich hier überleben konnte. Das ganze halbe Jahr über. Ich habe auch nie hier irgendjemanden gesehen im ganzen Keller. Ich bin hier umhergelaufen, habe nie irgendeine Menschenseele gesehen. In so ziemlich jedem Gericht, das die Mensa einem anbietet, sind Champignons oder andere Pilze. Bevor ich angefangen habe zu studieren, mochte ich Champignons wirklich mal sehr gerne. Inzwischen hängen die mir zum Hals raus. Und wenn man dann mal in die Bücher guckt, dann sieht man, dass die Uni überhaupt nicht mehr keine Unmengen an Champignons bestellt. Da fragt man sich schon, wo kommt es her? So, diese Unmenge, das muss ja irgendwie fabriziert werden. Was ist das? Mensa. Essensplantage. Pilze. Mensa. Essensplantage. Pilze. Mensa. Okay, okay. Pilze. So entstand irgendwann das Gerücht, dass es unter der Uni in den Kellerräumen eine geheime Pilzplantage geben würde, wo die Uni selber unter Leitung von irgendwelchen Mikrobiologen eine ganz spezielle, besonders sättigende Art von Champignons züchten würde. Ich war hier in der Uni auf einer Party. Und wir haben gefeiert und getrunken und ich bin sehr betrunken gewesen und musste auf Toilette. Und dann habe ich die Toilette gesucht und da war eine Tür auf und ich bin runtergegangen und dann war es nicht die Toilette. Ich kann es gar nicht genau sagen. Sonja war die ganze Zeit hinter mir mit ihrer Kamera und dann, das war alles so chaotisch. Panik brach aus. Hey, warte! Ich habe halt auch nur nach vorne geguckt. Ich wollte da einfach nur raus. Und als wir an der Treppe ankamen, da war Sonja weg. Sonja ist verschwunden. Sie blieb im Keller.